Rotlichtverstöße direkt neben der Polizei, Ausraster auf offener Straße und Autos, die in Wohngebäuden stecken. Dashcams nehmen die kuriosesten Dinge auf. Los geht's mit unglaublichen Dashcam-Videos aus der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ob ich bei diesem Clip lachen oder weinen soll, aber das hätte der LKW-Fahrer doch eigentlich kommen sehen müssen. Das Verkehrsschild hier links fällt einem eigentlich schon relativ früh auf, der Einsenderin der Dashcam-Aufnahme anscheinend nicht. Der nächste Autofahrer will einfach nur tanken fahren, übersieht dabei allerdings den Felsen an der Einfahrt und nimmt diesen einfach mal mit. Im nächsten Video rechnet man sicherlich mit vielem, aber nicht hiermit. In dieser Situation sehen wir einen Transporter und eine Fahrradfahrerin an einer roten Ampel stehen. Der Motorradfahrer bekommt mit, wie die Männer im Auto die Frau anmachen und doofe Sprüche reißen. Die Frau reagiert wenig amüsiert darauf und tut das einzig Richtige. Wenn du im Stau stehst und das passiert. Also der sollte unbedingt mal in die Werkstatt. Hier ein perfektes Beispiel dafür, dass man niemals mehrere Spuren gleichzeitig kreuzen sollte. Also ich weiß ja nicht, was sich der Besitzer dabei gedacht hat, so nah an den Gleisen zu parken. Damit gerechnet, dass ein Zug vorbeifährt, hat er anscheinend nicht. Wie man sowas anstellt, weiß ich auch nicht. Dieser Autofahrer hier ist wirklich ganz besonders dreist. Und der Typ probiert dem Abschleppen zu entkommen. Das passiert, wenn du innerorts zu schnell fährst. Tja, und der ist einfach selber schuld. In dieser Dashcam-Aufnahme stoppt der Vordermann und will anscheinend wenden. Dabei sollte man natürlich immer auf sein Umfeld achten. Also, ich habe ja noch nie verstanden, wieso man sein Auto tiefer legen lässt, aber hier sehen wir mal wieder, warum man es eben nicht tun sollte. Hier kommt jetzt ein Autofahrer auf dem Gehweg vorbeigefahren. Auch eine Möglichkeit, dem Stau zu entgehen. Was der Kerl im Auto verbrochen hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall durfte der nicht mehr mitfahren. Achtet mal auf das Mädel links, als hätte sie geahnt, dass das schief geht. Das wird ein teurer Spaß. Und auch diese Dashcam-Aufnahme zeigt uns, wie wichtig Sicherheitsabstand ist, gerade zu Motorradfahrern, denn das wäre mit ausreichend Abstand sicherlich nicht passiert. Wie die Stoßstange im Motorrad hängt, sieht trotzdem lustig aus. Der Rollerfahrer aus diesem Dashcam-Video will rechts abbiegen. Der Rollerfahrer erklärt daraufhin, dass er auf den entgegenkommenden Verkehr wartet, bis frei ist, und fährt anschließend. Dann fährt der Autofahrer dem Roller hinterher, überholt ihn auch noch und muss natürlich wieder mal Stress machen. Deswegen solltest du immer die Handbremse anziehen, sonst passiert dir sowas wie ihm hier.
Da stehst du neben der Polizei und fährst trotzdem über Rot. Naja, selber schuld. Dieses Video zeigt uns, wieso man mit seinem Auto nicht unbedingt durch Wasser fahren sollte. Neben dem LKW befindet sich rechts ein Auto. Das sieht der LKW-Fahrer anscheinend nicht, fängt an, auf die rechte Spur zu wechseln, schneidet den Autofahrer und das passiert. Diese Dashcam-Aufnahme zeigt uns, wie ein Bagger vom LKW fällt. Anschließend tritt eine Flüssigkeit aus. Ist das Benzin? Schreibt's mal in die Kommentare. Und hier sehen wir, wie in anderen Ländern mit Falschparkern umgegangen wird. Diesen dämlichen Überholversuch hätte man sich einfach sparen können. Zum Glück hat der Einsender so gut reagiert. Die Straße hier wird einspurig und irgendwie probiert sich da von hinten rechts noch ein Auto mit Wohnmobil vorbeizuschieben. Das endet dann so. Dieses Auto hier ist offensichtlich ziemlich voll beladen. Schafft er es um die Kurve oder kippt das Auto um? In diesem Dashcam-Video brennt es direkt an der Autobahn und es scheint noch keine professionelle Hilfe vor Ort zu sein. Natürlich sollte man dann nicht einfach in den dichten Rauch fahren, sonst passiert im schlimmsten Fall nämlich das. Hier gerät ein Auto ins Schwanken und kracht anschließend in die Baustelle. Völlig harmlos ist die nächste Dashcam-Einsendung, dafür hat so einen Moment wahrscheinlich schon mal jeder von uns erlebt. Und hier haben wir noch ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig der Schulterblick ist, aber schaut einfach selbst. Bei dieser Dashcam-Aufnahme kennen wir die Vorgeschichte nicht. Irgendwas scheint den Autofahrer rechts neben uns allerdings so zu ärgern, dass dieser an der nächsten Ampel aussteigt, zu uns kommt und uns den Mittelfinger zeigt. Wer sich so wenig unter Kontrolle hat, sollte meiner Meinung nach keinen Führerschein besitzen dürfen. In diesem Video haben wir gleich zwei Dummheiten von zwei unterschiedlichen Autofahrern. Mit zu langsamer Geschwindigkeit und ohne zu schauen auf die Autobahn zu fahren, war noch nie so eine gute Idee. Und einer von den Kandidaten, die sich in letzter Sekunde umentscheiden, darf natürlich auch nicht fehlen. Dass so etwas auch ganz schön ins Auge gehen kann, zeigt dieses Dashcam-Video. Der Autofahrer wollte auch hier wieder im letzten Moment die Ausfahrt nehmen und hätte dabei fast einen Unfall gebaut. Selbst einen Leitkegel hat's dabei schon erwischt, wenn ihr genau hinschaut. Und ich glaube, zu diesem Clip muss man nicht wirklich viel sagen. Diese Situation ist auch ziemlich knapp gewesen. Und hier noch jemand, der ganz links fährt und in letzter Sekunde die Ausfahrt nehmen muss. Dass man auch bei einer grünen Ampel mal nach links und rechts schauen sollte, zeigt uns dieser Clip. Habt ihr auch Dashcam-Videos, die ihr uns schicken wollt, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Ansonsten gibt's hier jetzt direkt das nächste Video für euch.